Moin Moin und hallo. Game 2 Folge 134 wird ein Spektakel. Ja, mit Ring Fit Adventure, The Outer Worlds und Medieval. Unbelievable. Amazing. Und bitte. Jeder kennt dieses Vorurteil. Videospiele machen fett und dumm. Doch falsch, denn jetzt gibt es Ring Fit Adventure, ein lustiges Fitnessabenteuer. Das klingt dumm. Ist aber fett, oder Markus? Kennst du das auch? Du denkst, du bist top in Form, aber eigentlich nicht mal fit genug, um an die Fernbedienung zu kommen. Und die Wohnung willst du eigentlich auch nicht verlassen, weil es draußen einfach viel zu gefährlich ist. Mit Ring Fit Adventure wirst du topfit. Und das alles bei dir im Wohnzimmer. Aua! Hallo? Nein, nicht da. Hier, der Ring. Ingo? Ich bin nicht Ingo. Ich bin Ringo, dein persönlicher Fitnessassistent. Und was muss ich jetzt machen? Als erstes steckst du deinen Joy-Con in mich rein. Nee. Los, mach! Gut, und jetzt noch der Beingurt. Und mehr brauchen wir nicht? Doch, eine Sache wäre da noch. Boah, Wahnsinn! Und womit fangen wir jetzt an? Ist doch klar, mit dem Herzstück von Ring Fit Adventure, dem Abenteuermodus. Hier gibt es sogar eine Story. Zu Beginn des Spiels findest du einen mysteriösen Ring, der dich um Hilfe bittet. Nett wie du bist, ziehst du kräftig dran und entfesselst damit das pure Böse. Den Bodybuilder-Drachen Draco. Ein Bodybuilder-Drache? Ja, der trainiert halt enorm viel. Der ist sogar so besessen vom Trainieren, dass er dabei rücksichtslos die ganze Welt tyrannisiert. Ziemlich uncool. Darum musst du ihn natürlich aufhalten. Zum Glück bist du auch nicht allein, sondern hast die Hilfe von meinem Namensvetter Ringo, dem sprechenden Fitnessring. Bis es zur finalen Schlacht kommt, müssen aber zahlreiche Hindernisse überwunden werden, indem du dich und den Ring bewegst. Beginnen wir mit den Levels an sich. Um hier voranzukommen, musst du auf der Stelle laufen. Je schneller du das tust, umso flotter bewegt sich auch unser Fitnesssprössling. Bei Treppen oder im Wasser musst du die Knie ordentlich anheben, damit du vorankommst. Dann muss auch mal gepaddelt oder Sprungfedern mit Squats ausgelöst werden. Ziemlich abwechslungsreich also. Dazu kommen Hürden wie verschlossene Türen oder Kisten, die du mit mir einfach aus dem Weg räumst. Drück mich zusammen und ich verschieße einen Luftstoß, zieh mich auseinander und ich sauge Luft ein. Aua, nicht so gut. Oh, Entschuldigung. Kleiner Spaß, aber spar dir deine Kraft lieber, jetzt wird's richtig anstrengend. Denn in den Levels warten gefährliche Monster auf dich, die dich blutrünstig... Ist das eine Isomatte mit Augen? Nein, das sind hochgefährliche Kreaturen aus der Sportgeräthölle und nur du kannst sie in rundenbasierten Fitnesskämpfen besiegen. Jetzt wird's nämlich voll rollenspielmäßig. Um die Gegner zu verletzen, musst du eine Übung als Angriff auswählen. Die Übungen machen nicht nur unterschiedlichen Schaden, sondern treffen zum Beispiel auch mal mehrere Ziele. Überlege dir also gut, mit welcher Übung du angreifen möchtest. Außerdem hat jeder Fitnessangriff eine Abklingzeit und kann nicht mehrmals hintereinander benutzt werden. Wenn du fleißig bist, steigst du schnell im Level. Das bringt dir nicht nur mehr Angriff und Verteidigung, sondern auch neue Attacken. Da du nur eine begrenzte Anzahl dabei haben kannst, musst du schon gut abwägen, welche Übung du in dein Moveset packst. Vor allem, weil die Gegner auch Schwächen haben, die du ausnutzen kannst. Dabei musst du zwar nur auf deren Farbe achten und Übungen der gleichen Farbe gegen sie benutzen, aber etwas taktisch ist das trotzdem. Zumal es auch unterschiedliche Gegnertypen gibt. Unsere Isomatte von vorhin kann zum Beispiel ihre Gefährten heilen. Das ist ziemlich nervig. Also squatte sie am besten zuerst weg. Gegnerische Angriffe kannst du auch blocken. Und wie macht man das am besten? Mit dem Schild? Nein, mit deinen Apps. Also drück mich gegen deine Bauchmuskeln und blocke. Gut gemacht, aber am Ende einer Welt wartet natürlich noch eine richtige Herausforderung. Ein dicker Bosskampf gegen unseren Atzendrachen Draco. Ih, der schwitzt ja. Ja, okay, schwitzende Drachen sind vielleicht etwas seltsam, aber lass dich davon nicht ablenken. Der Typ ist zäh und der Kampf erfordert Ausdauer. Ach, was, ich hab doch alles gegeben und trotzdem verloren? Tja, musst du halt mehr trainieren. Das ist ein Rollenspiel, ganz vergessen. Wenn du zu schwach bist, musst du wohl noch etwas grinden. Dafür kannst du die alten Levels nochmal spielen oder besser, du hältst am Wegesrand nach Minispielen Ausschau. Die sind wirklich abwechslungsreich und reichen vom einfachen Kistenzerschießen oder Erklimmen einer Kletterwand bis zum Töpfern. Ja gut, nicht jede Übung ist Gold, aber für den kurzweiligen Spaß reicht's allemal. Wer Bock hat, kann alle Minispiele auch im Hauptmenü einzeln auswählen. Außerdem gibt es bestimmt den ein oder anderen, der auf die Highscore-Jagd steht. Aber so wie du aussiehst, sollten wir vielleicht lieber die Anforderungen anpassen. So kannst du auswählen, wie anstrengend das Workout ausfällt. Ist denn nicht noch eine andere Möglichkeit, wie ich besser werden kann? Naja, du könntest das Spiel auch ausschalten und mit dem Ring irgendwo anders trainieren. Wie, ich kann mit dem Ding überall trainieren und mach trotzdem im Spiel Fortschritt? Ja.
Wie fertig? Wir haben doch gerade erst mal angefangen. Ja, mehr als 500 Wiederholungen am Tag werden nicht gezählt. Alter, was hat mir das jetzt gebracht? Na, das hier. Okay, immerhin etwas Erfahrung, Geld und Zutaten? Wofür brauche ich die denn? Na, um dir leckere Smoothies herzustellen. Je nach Zutat haben die einen bestimmten Effekt. Grüne Spinat-Smoothies heilen dich zum Beispiel. Oder Bananendrinks stärken für ein paar Runden alle gelben Angriffe. Also immer schön Augen auf in den Levels, denn hier liegen allerhand Zutaten herum. Die kannst du dir aber auch im örtlichen Dorfladen kaufen. Ein Besuch lohnt sich eh, denn hier gibt's auch neue Klamotten. Die ändern nicht nur dein Äußeres, sondern erhöhen auch Angriff und Verteidigung. Wenn du immer noch einen kleinen Boost brauchst, lungern auf dem Dorfplatz noch genug Leute rum, die Nebenquests für dich haben. Aber du hast genug trainiert, jetzt mach den Muskeldrachen fertig. Los, Schenkelpresse 15 Mal. Und jetzt Kriegerhaltung 3 pro Seite. 16 über Kopfbeugen. Core Twist. Oh, na endlich, dann kann ich ja aufhören. Aufhören? Nee, jetzt geht's erstmal los. Nö, kein Bock mehr. Nimm mich wieder in die Hände und trainiere weiter, du Made. Nee, du hältst jetzt mal die Klappe, es reicht mir langsam mit dir. Ihr quatschenden Ringe könnt euch ganz schön nerven. Solange ich meine Übung auch nur halbwegs richtig mache, bombardiert mich dein Ringkollege mit Lob. Elegant, superklasse, wunderbar, super, ganz toll, Wahnsinn, tadellos. Ich kann's nicht mehr hören. Und außerdem, warum höre ich eigentlich immer nur Ringo sprechen? Nicht mal unser Testosterondrache hier hat eine Sprachausgabe. Und dann noch die Steuerung. An sich funktioniert der Ring-Controller ja super, nur eben nicht in den Menüs. In manchen kann ich den Ring benutzen, aber in manchen muss ich eben auch umständlich auf dem Joy-Con rumfingern. Ach, und für ein Fitnessspiel stehe ich ganz schön oft dumm rum und muss mir sinnlose Dialoge mit Dörflern und Co. anhören, anstatt mich zu bewegen. Ja, vielleicht, aber das viele Training hat sich gelohnt. Schau dich doch mal an. Oh, Wahnsinn! Das hat ja echt was gebracht. Ja gut, und ein bisschen Spaß hatte ich auch. Na also, dann mache ich dir gleich einen Trainingsplan fertig. Damit du dein Fitnesslevel hältst und einen Alarm richte ich dir auch ein und schon... Nee, danke. Der Abenteuermodus war ja ganz nett, aber nach dem Durchspielen bin ich auch nicht wirklich motiviert, weiterzumachen. Da reicht der ganze Minispielkram auch nicht. Außerdem hab ich ja jetzt Muskeln, ne? Da brauche ich dich nicht mehr. Warte, aber... Ah! Puh, hat gar nicht wehgetan. Verliert sie nicht die unzähligen Remakes und Remaster von Fan-Favorites? Nicht Fans? Mag sein, aber Medieval wurde jetzt so krass aufgebohrt, dass es plötzlich jeder liebt. Oder Tim? Nö, wer es damals schon dumm fand, wird auch jetzt nichts damit anfangen können. Ist nämlich genau das Gleiche, bloß mit einer ordentlichen Schippe hübsch und einer Prise zeitgemäß. Bleiben noch die, die es damals geil fanden und jetzt natürlich eh zocken, und der Rest, der sich fragt, warum man ausgerechnet davon jetzt ein Remake macht. Und deswegen kommen jetzt... drei Gründe, warum Medieval so beliebt ist. Nummer 1, der Look. Obwohl Medieval noch nie ein Grafikmonster war, konnte sich das Spiel 1998 schon sehen lassen. Sir Samuel Fortescue, er ist auferstanden. Für PlayStation 1-Verhältnisse. Besonders markant die für ein Gruselspiel auffallend bunte Farbpalette und das von Tim Burtons Nightmare Before Christmas inspirierte Charakter- und Leveldesign. Im Remake kommt das Konzept aber erst richtig zur Geltung. Geblieben ist nur die Levelarchitektur. Alle Assets wurden ausgetauscht und auf 4K und 60 Frames gebürstet. Beim Spielen fühlt sich das an, als ob man zum ersten Mal mit der neuen Brille aus dem Optiker kommt. Die fetten Bauern, die mit Mistgabeln aus den Strohhaufen hüpfen, die blutrünstigen Stadtkinder, die ihre Messer über den Boden schleifen. Was man sich früher noch zum Großteil vorstellen musste, sieht man jetzt auch auf dem Bildschirm. Und das entwickelt eine ganz eigene Motivation. Ich wollte zum Beispiel unbedingt sehen, wie die Entwickler den eingefrorenen Wassertunnel umgesetzt haben, an den ich mich noch erinnern konnte. Und ich wurde nicht enttäuscht. This is it, underwater love. It's so deep, so beautiful in liquid. Nummer 2, der Charme. Medieval ist einfach herrlich unkonventionell. Sir Daniel Fortescue ist beispielsweise kein Auserwählter oder Superkrieger, sondern ein Lulli, der in der Schlacht gegen den bösen Magier Zarok direkt den ersten Pfeil kassiert. Diese Story ist aber so unspektakulär, dass selbst der König sie ein bisschen pimpen muss. Und so wird Sir Dan kurzerhand zum Kriegsheld umgedichtet.
Durch einen Zauberspruch von Magier Zarok, der die Toten zum Leben erweckt, bekommt unser Knochensack nun aber die Chance, sich seinen Ruhm posthum auch zu verdienen. Das Ganze versprüht einen sympathischen und humorvollen Halloween-Charme, den man schwer in Worte fassen kann. Ein bisschen gruselig, ein bisschen niedlich und ein bisschen bescheuert. Im Remake geht nichts davon verloren. Das Beste wurde sogar fast komplett übernommen, und zwar die Vertonung. Ich glaube, ihr solltet meinen Schild nehmen. Er hat Zauberkraft. Die war schon damals großartig dämlich und bringt einen auch heute noch zum Lachen. Mein Highlight, die Ossifeen im Ameisenlevel. Ihr habt das Feenvolk vor den bösen Ameisen gerettet. Zur Belohnung lasse ich euch in den Heldensaal. Nummer 3, die Abwechslung. Selbst wenn es an der Umsetzung manchmal hapert, in Medieval stecken viele tolle Ideen. Ja, okay, ein Friedhof ist naheliegend. Aber wie wäre es mit einer Stadt, in der die Bewohner unschuldigerweise in blutrünstige Killer verzaubert wurden, denen man aber nichts tun darf? Ein Feld voller aggressiver Killerkürbisse oder ein Sumpf mit dickbäuchigen Rittern, die euch ins Wasser schubsen wollen. Macht zwar alles wenig Sinn, passt auch nicht so richtig zusammen, langweilig wird's aber nicht. Und die Level haben einen hohen Wiedererkennungswert und eine eigene Identität, die man in einer persistenteren Welt nicht hätte. Auch im Remake steckt viel Liebe zum Detail und irgendwie wirkt es so, als wenn die Entwickler damals wie heute richtig Lust auf das Projekt gehabt hätten. Ein Spiel, das wirkt wie aus einem Guss, obwohl es eigentlich eine relativ wahllose Aneinanderreihung von Abstrusitäten ist. Kapiert? Nicht kapiert. Mann, bist du blöd. Na, macht auch keinen Sinn. Na, keine Ahnung, ist halt irgendwie geil. Aber auch nicht alles daran. Und deswegen kommen jetzt 3 Gründe, die an Medieval schon damals genervt haben. Nummer 1, die Kamera. Die Kamera muss man auf jeden Fall zuerst nennen, denn die war echt richtig scheiße. Kein Wunder, schließlich hatten die Entwickler vorher noch nie ein 3D-Spiel programmiert. Ständig blieb sie irgendwo hängen und oft sah man alles, bloß nicht das, was man sehen wollte. Ganz so schlimm ist die Kamera im Remake nicht, nerven tut sie trotzdem. Naja, gehört wohl auch dazu. Immerhin gibt's jetzt eine Dan-Cam, mit der man sich besser umschauen kann. Situationen wie diese hier gibt's aber trotzdem noch. Nummer 2, das Kampfsystem. Wenn man dieses Gefuchtel überhaupt Kampfsystem nennen kann. Trefferfeedback ist hier Mangelware und viel mehr Optionen außer wild draufkloppen lässt die schwammige Steuerung kaum zu. Darin hat sich auch nicht wirklich was geändert, auch wenn sich Sir Dan nun etwas direkter spielt. Da helfen auch die vielen unterschiedlichen Waffen nichts, die man im Laufe des Spiels freischaltet. Ein Gefühl von Kontrolle kommt auch beim Remake nicht auf. Nummer 3, die Level. Ja, mit Medieval verbindet man nicht nur schöne Erinnerungen. Manche der Level waren einfach ziemliche Arschlöcher. Ein Trip in einen Ameisenhügel ist zum Beispiel eine nette Idee. Wenn darin nicht alles gleich aussehen würde, es kackduster ist und man auf der planlosen Suche nach Feen und Bernstein auch noch von endlos spawnenden Ameisen genervt werden würde. Im Remake wurden sich hier aber tatsächlich Gedanken gemacht. Im Ameisenhügel gibt's nun sowas wie Orientierungspunkte und heller ist es auch. Und auch die langweiligen Bosskämpfe, auf die man im Spiel immer wieder trifft, wurden etwas getuned und sind nun etwas weniger langweilig. Für den Versuch gibt's trotzdem ein Lob. Eins hast du hast deinen eigenen Stil, das muss man wirklich sagen, aber den finde ich absolut scheiße. Tja, nun wisst ihr Bescheid. Medieval ist durch und durch ein Spiel für Fans. Der Plan der Entwickler ist aber aufgegangen. Medieval fühlt sich genauso an, wie die romantisch verklärte Erinnerung eines Fans es einem vorgaukelt. Und wer die Faszination hinter diesem Spiel selbst einmal nachvollziehen will, hat nun die perfekte Gelegenheit dazu. Moin und herzlich willkommen zu den News. Die beginnen diese Woche mit Dämonen aus der Spekulatiusfabrik. Eine Werbeanzeige für ein Diablo-Artbook könnte nach etlichen Gerüchten und Andeutungen bestätigen, dass Blizzard an einem vierten Teil der traditionsreichen Hack-and-Slay-Reihe arbeitet. In der Anzeige ist die Sprache von über 500 Artworks aus Diablo, Diablo 2, Diablo 3 und dem bislang nicht offiziell angekündigten Diablo 4. Auf Nachfrage des Magazins Polygon wollte Blizzard die Gerüchte zwar nicht kommentieren, betonte aber, dass spannende Neuigkeiten kurz bevorstehen. Die Hinweise verdichten sich also. Schlauer sind wir voraussichtlich nach der diesjährigen BlizzCon, auf der gerüchteweise auch ein Remake von Diablo 2 und ein neues Overwatch auf uns warten. Couch-Koop ist eine feine Sache. Dank eines Steam-Features geht das jetzt auch, naja, ohne dass ein Freund neben euch auf dem Sofa sitzt. Ein neues Steam-Feature mit dem Namen Remote Play Together ermöglicht es, Spieleinhalte von eurem PC auf den eines Freundes zu streamen. Aber nicht nur zum Zuschauen, sondern um lokale Mehrspielerspiele mit bis zu 3 weiteren Freunden online zocken zu können. Dazu müsst ihr euren Steam-Client auf die aktuelle Beta-Version updaten, um nach Spielstart einen Spieler eurer Wahl über das interne Steam-Overlay einzuladen.
Besonders cool, nur der Host muss den Titel besitzen. Weitere Features sind beispielsweise geteilte Maus- und Tastatureingaben und Voice-Chat. Eine gute Internetverbindung ist natürlich Pflicht. Ihr glaubt, das war's schon? Falsch geglaubt, denn jetzt legen wir es richtig los. Ticker-Time! Verzockt, YouTuber PewDiePie wurde in China gebannt. In einem seiner Streams ging der umstrittene Streamer auf die Proteste des Hearthstone-Profis Blitzchung ein und zeigte Bilder, die das chinesische Staatsoberhaupt Xi Jinping mit dem bekannten Comicbären Winnie Pooh vergleichen. Blöd, weil diese Vergleiche seit Jahren ihre Runde machen, ist der Comicbär seit 2017 in China verboten. Wer in China also nach YouTube-Videos oder Google-Einträgen mit PewDiePie sucht, läuft ab sofort ins Leere. Aus Alt macht Neu. Im Jahresbericht 2019 gibt der japanische Entwickler und Publisher Capcom an, dass nach Resident Evil oder Mega Man weitere traditionsreiche Reihen neues Leben eingehaucht bekommen sollen. Man wolle ruhendes geistiges Eigentum wiederbeleben, wofür die Anzahl von Entwicklern erhöht werden soll. Welche Reihen betroffen sind, ist aktuell nicht bekannt. Sorry, der ehemalige Assassin's Creed Game Director Patrice Desilets entschuldigte sich im Rahmen der Enthusiast Gaming Live Expo 2019 für die Erfindung der berühmt-berüchtigten Open-World-Türme. Er sei wegen der enormen Offenheit beeindruckt von Spielen wie Zelda Breath of the Wild und bedauere, dass man heutzutage hauptsächlich an Türmen hochklettert, um die Karte aufzudecken. Er entschuldigte sich schmunzelnd mit: Sorry, das ist mein Fehler. Teure Sache, Bethesda hat mit Fallout First ein Premium-Modell für Fallout 76 angekündigt. Die monatlich 15 Euro teure Mitgliedschaft verspricht diverse Vorteile, wie unbegrenzten Stauraum für Herstellungskomponenten, einen frei platzierbaren Schnellreisepunkt und private Server. Spieler sind von Preisgestaltung und Inhalt alles andere als begeistert und diskutieren, inwiefern solche Mechaniken als Pay-to-Win zu werten sind. Gänsehaut, Mr. X aus dem Remake zu Resident Evil 2 hat sich bekanntermaßen zu einem beliebten Ziel für Modder gemausert. Nachdem bereits Horrorclown Pennywise und Thomas die Lokomotive die Rolle des Obermonsters übernommen haben, hat Modder Alistair nun einen weiteren Feind ins Rennen geschickt. Die ganz aus Untitled Goose Game. Fanden wir witzig, wollten wir euch nicht vorenthalten. Aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. The Last of Us 2 wird nun doch nicht, wie eigentlich geplant, am 21. Februar erscheinen. Laut Entwickler Naughty Dog reiche die Entwicklungszeit bis dahin nicht aus, um die angestrebte Qualität zu erreichen. Neuer Veröffentlichungstermin für das Spiel ist der 29. Mai. Auch Ubisoft hat einige Verschiebungen angekündigt. Rainbow Six Quarantine, Gods and Monsters und Watch Dogs Legion sollen nun irgendwann 2020 bis 2021 erscheinen. Man habe aus der mangelhaften Qualität von Ghost Recon Breakpoint gelernt und wolle die genannten Titel nun länger reifen lassen. Zum Abschluss gibt's noch ein bisschen Hoffnung für all diejenigen, die sich wünschen, dass sich das Client-Wirrwarr aus Steam, Epic, Origin, Uplay und wie sie all heißen mögen, in Zukunft etwas entzerrt. Das wäre schön. Dem Twitter-User Lashman zufolge könnte Electronic Arts daran arbeiten, neue Spiele zukünftig nicht mehr exklusiv über den hauseigenen Client Origin, sondern zusätzlich über Steam anzubieten. Dies gehe aus entsprechenden Einträgen in der Steam-Datenbank hervor. Weitere Hinweise liefert die Website Steam.db. Die gibt an, dass das eigentlich nicht auf Steam verfügbare Action-Adventure des Saboteur jüngst über Valve's Client gespielt wurde. Möglich wäre ein Ubisoft-ähnliches Verfahren, bei dem ihr die Spiele zwar über Steam kaufen könnt, der Uplay Store im Hintergrund aber dennoch aktiv sein muss. Dann hätte man seine Spiele immerhin in einer Bibliothek. EA selbst hat sich bislang nicht geäußert. Das war's mit den News für diese Woche. Ich hab nichts mehr. Deswegen zurück zu Lara und Nils, die haben nämlich noch was. Bis nächste Woche also. Reingehauen! Das Highlight kommt bekanntlich zum Schluss. The Outer Worlds. Hä, das ist genau wie Fallout, nur kleiner und hässlicher. Das ist eine ganz schlimme Lüge. Oder, Sebastian? Tja, da habe ich mich ganz schön in die Scheiße geritten. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, was hier überhaupt abgeht. Mir reichst du, Pisser! Ich schwör's dir, ich mach dich platt! Aber lass mich erstmal von vorn anfangen. Wir befinden uns in den Outer Worlds, genauer gesagt dem Halcyon-Sternsystem. Das wird von mächtigen Firmen regiert, die Dinge wie Medien, Religion und Gesundheitswesen kontrollieren. Alles ist auf vollstem Gehorsam gebürstet. Wer der Wirtschaftlichkeit der Unternehmen nicht zuträglich ist, wird aussortiert. Krank melden? Nur wenn du die Kosten trägst, den Ausfalltag 3 Monate im Voraus anmeldest und die Firma so freundlich ist, das zu genehmigen. Ich bin in das totalitäre Schlamassel nur irgendwie reingeschlittert. Bis vor kurzem war ich noch einer unter tausenden kryogekühlten Menschen, die auf dem Weg von der Erde zur neuen Kolonie im Eiferschütt gegangen sind. Für so läppische 70 Jahre. Doch dann hat mich der hier aufgetaut. Professor Phineas Vernon Wells. Er hat ein paar Probleme mit Schaltern.
scheint aber ansonsten echt okay zu sein. Ich soll für ihn Chemikalien organisieren, mit denen er den Rest der wie ein Jahresvorrat an Tiefkühlpizzen drapierten Kolonialisten wecken und mit ihrer Hilfe der Schreckensherrschaft der Firmen ein Ende bereiten kann. Mit viel mehr Info ging meine Reise auch nicht los. Und er hat wirklich ein Problem mit Schaltern. Dankenswerterweise bin ich auf diesem Streifzug nicht ganz auf mich allein gestellt. Wie sich herausstellt, haben viele Leute keinen Bock, von raffgierigen Scheißkonzernen wie Sklaven regiert zu werden. Ich habe einfach keinen Bock, mich von so raffgierigen Scheißkonzernen wie ein Sklave behandeln zu lassen. Seht ihr? Sag ich ja. Perfekt, dann schließe ich mir an. Revolte, Aufstand, das volle Programm. Okay. An ihn hier erinnert ihr euch noch, oder? Jetzt reicht's mir, du Pisser, ich mach dich platt! Wie es zum Stimmungswandel kam, erkläre ich euch gleich noch. Versprochen. Erstmal sei aber gesagt, dass es hier in den Outer Worlds trotz all der firmendiktatorischen Endzeitstimmung eigentlich ganz schick ist. So ein Sonnenuntergang mit mehreren Monden hat halt was. Auch die Refugien der Menschen mit ihrer rostigen Technik und leuchtenden Neonreklame sind irgendwie schick. Und die wahrscheinlich schwer verstrahlte, aber eben auch hübsch in voller Farbe blühende Natur lässt meine Augen leuchten. Seltsam ist aber, dass manche Umgebungsdetails erst langsam vor mir aufploppen, wenn ich näher komme und die Bewohner allesamt so seltsam gesichtssteif sind. If this is a setup to a joke, you should know I've never found anything amusing in my life. Aber unterm Strich ist Halcyon echt ganz kuschelig. Auch wenn es hier nicht gerade schmusig zugeht. Überall warten geifernde Monster, mutierte Aliens und raffgierige Plünderer. Zumindest aber der zivilisierte Teil der Bevölkerung ist ziemlich umgänglich. Die reden total gern. Und weil die alle ein bisschen schräg sind und interessante Geschichten erzählen, habe ich damit auch gar kein Problem. Ganz im Gegenteil. Nach meiner Landung habe ich mich schnell dabei ertappt, wie ich einfach mit jedem schnacken wollte. Where did you say you were from? Aber die reden nicht nur, sondern fragen auch. Je nachdem, wie gut ich mich anstelle und wie sehr ich meine Redegewandtheit geschärft habe, kann ich auch besondere Details aus ihnen herauslocken oder sie zu gewissen Dingen überreden. Das eröffnet mir viele Möglichkeiten. Manchmal ist die Entscheidung aber auch gar nicht so einfach. Wie bei diesem sterbenskranken Mann, der mich anfleht, Medizin für ihn zu stehlen. Nachdem ich ihm meine Hilfe angeboten habe, interveniert aber diese Dame und will, dass ich die Medizin dem Allgemeinwohl spende und damit indirekt die komplette Krankenstation verarzte. Wie ich mich entschieden habe, naja, ich hab's der Lady in die Hand gedrückt. Thanks. Does it feel good? Robbing an old man of his last shred of hope? Unangenehm. Ja, ich sag ja, entscheiden ist nicht einfach. Da denkt man auch schon mal 2 bis 3 Minuten länger drüber nach. Ihr habt nach Paragraph 185 A bis Z XYZ-Unterstrich und weiteres gegen die Firmenvorschrift verstoßen. Ihr habt das Büro des Geschäftsführers betreten. Mit offenen Schnürsenkeln. Hä? Das offizielle Strafmaß lautet Tod durch Schrot. Hast du was zu sagen? Mann, das wird dir eine richtig brutale Suppe. Das wird dir richtig peinlich sein danach, dass du nicht schneller reagiert hast, ne? Da knallt dir gleich, ne? Richtig laut, tut's dir leid. Okay. Ups. Naja, wo wir schon beim Schießen sind. Neben Reden ist das sicherlich die zweitgrößte Freizeitbeschäftigung in Halcyon. Überall haben sich Banditen und außerirdische Lebensformen angesiedelt, die allesamt auf Stunk aus sind. Da lernt man schnell, die Waffe immer in Griffweite zu halten. Die Kniften sind erstaunlich altbackene Standards wie Pistolen, Jagdgewehre und MGs, aber auch abgefahrene Dinge wie Lasersäbel oder Schrumpfstrahler gibt's. Ich weiß, das klingt makaber, aber als Ausgleich zum ganzen Sabbeln ist das Geschrote echt nett. Gegner sind zwar nur so intelligent wie Amöben und erst in Massen gefährlich, trotzdem ist das schallernde Gewämse schon ganz launig. Wer eher den Pazifisten mimen will, kann aber auch das. Nicht nur ist Schleichen immer eine Option, oft gibt es auch alternative Routen zum Ziel, auf denen ich Konfrontationen komplett umtänzeln kann. Auch mit Worten kann ich mich hier und da aus der Affäre ziehen. Auf diesen Banditenkönig ist beispielsweise ein Kopfgeld ausgesetzt, boxen muss ich ihn zum Abkassieren aber nicht zwingend. Im Gespräch kann ich ihn auch einfach dazu überreden, mir sein liebstes Feuerzeug auszuhändigen, das als Beweis für den Abschuss reicht. Mein Vorgehen hat auch immer Konsequenzen. Diesen Roboter habe ich beispielsweise vor der Müllpresse bewahrt, weshalb er mir zu einem späteren Zeitpunkt unter die Arme greift. Please allow me to assist. Im Verlauf meiner Mission in Halcyon kann ich mich auch noch spezialisieren und meine Fertigkeiten feinschleifen. Bin ich lieber der wortgewandte Schleicher oder technikbegabte Ballermann? Ich habe mich wenig überraschend für die Variante mit den handfesten Schießereien entschieden. Ein weiterer Grund dafür ist eine Fähigkeit, die ich irgendwie als Nebenwirkung des langen Kryostase-Nickerchens aufgeschnappt habe. Sie nennt sich Zeitdilatation. Wenn ich mich konzentriere, kann ich die Zeit verlangsamen und meine kriechenden Widersacher genüsslich wegpusten.
Das funktioniert nicht nur nahtlos, sondern ist auch super praktisch. Letztes Mal hatte dir Glück, aber diesmal schieße ich richtig, dann ist er tot. Zeitlupe! Schieße ich ihn jetzt in den Arm? Nee, ins Bein. Bein? Links, rechts, keine Ahnung. Upsi. Ja, doof gelaufen, zu Beginn. Ansonsten ist mein Aufenthalt in Herzchen aber ganz und gar nicht doof gelaufen. Ich würde sogar sagen, das macht echt Spaß hier. Klar, bei den redseligen Sammelheinis muss man schon ein bisschen Geduld mitbringen. Aber ich höre den schrägen Stories gern zu. If there are self-made purgatory, then we all have to live in them. Weil Halcyon ein internationales Sternsystem ist, wird hier allerdings nur Englisch gesprochen. Als Reiseziele befordern mich die Planeten und Raumstationen aber nicht. Die sind allesamt übersichtlich und in so 4 bis 5 Stunden samt Nebenbeschäftigung abgearbeitet. Genug zu sehen gibt's hier aber trotzdem. Auch wenn ich vor lauter anderweitigen Kram erstmal meine eigentliche Aufgabe aus den Augen verloren habe. Aber ja, das ist verschmerzbar. Oh, that, yes, that's probably permanent. I wouldn't worry about it, though. I'm sure you're fine. Auch wer gern herumtüftelt, findet genug Möglichkeiten dazu. Neben dem Schärfen der eigenen Fähigkeiten und der meiner Begleiter kann ich meine Ausrüstung mit Bauteilen verstärken oder mit Modifikationen verbessern. Mir persönlich geht nur irgendwann das viele herumliegende Loot auf den Nerv. Klar, das ist Geschmackssache. Viele stehen drauf, sich die Taschen wie die letzten Messis mit endlosem Gelöt vollzustopfen. Wenn ich so durch die Landschaft laufe und dabei mit der Nase auf den Boden schleife, könnte ja irgendwo was rumliegen, habe ich immer das Gefühl, irgendwas zu verpassen. Aber naja, ich mach's halt trotzdem. So, letztes Mal hast du Glück gehabt, schon wieder, ne? Aber diesmal schießt dich richtig tot ins Gesicht und dann ist vorbei. Alter, ist das dein Scheiß Ernst? Ich hab keinen Bock mehr! Tja, da wären wir also. Der Anfang meiner Misere. Jetzt reicht's mir, du Pisser! Ich mach dich platt! Bevor du abdrückst, beantworte mir noch eine Frage. Mach hin. Was hat 2 Beine, kann aber nicht laufen? Zeitlupe. Eine Hose, du Idiot! Das war's mit Game 2 Folge 134. Schreibt in die Kommis, abonniert den Kanal und liked die Exkremente aus diesem Video. Oh, das hast du schön gesagt. Dankeschön, dass du mir die Exkremente hast. Ja, ja. Also, und diese beiden Videos da noch angucken, weil die sind toll. Unbedingt. Und dann wieder schauen, aber auch. Und reingehauen auch. Aber vornehmlich wieder schauen. Und reingehauen. Nein, nein. Zuletzt. Tschüss. Ja, wieder. Ja, okay.